Der Führer hält sich im Frühjahr 1940 auf dem Berghof bei Berchtesgaden auf, wo diese privaten Aufnahmen entstehen. Auf der Terrasse hat sich der kleine Hofstaat aus Adjutanten, Sekretärinnen und alten Weggefährten des Führers versammelt. Wir wissen, dass im Hintergrund in Deutschland eine sogenannte Munitionskrise bestand, also die Sorge der Verantwortlichen, dass für die kommenden großen Schlachten um Frankreich nicht genügend Munition vorhanden war. Das führte in eine Führungskrise hinein. Eine Führungskrise, die ja bis an den Rand eines Staatsstreiches gegangen ist. Und wo Hitler mit einigem Glück, muss man sagen, davon gekommen ist. Der Angriff wurde 29 Mal verschoben. Also, wenn es nicht der Zufall gewesen wäre, müsste man sagen, es ist ein toller Trick von Hitler gewesen. Auf die Weise haben die Generale sich sozusagen schrittweise daran gewöhnt, dass es doch jetzt gegen Frankreich gehen soll und dass man immer wieder das Angriffsinstrument, die Planung für den Überfall auf Frankreich verbessert und dass das Selbstvertrauen im Grunde genommen im Laufe des Frühjahrs 1940 gewachsen ist, sodass sie mit einem gesunden Selbstbewusstsein dann doch die Westoffensive angetreten haben. Der Blitzkrieg gegen Frankreich beginnt am 10. Mai 1940. Fall Gelb. Gleichzeitig dringt die Wehrmacht in die neutralen Länder Belgien, Holland und Luxemburg ein. Die Deutschen siegen im Westen ebenso schnell wie zuvor im Osten, obwohl die Alliierten über mehr Soldaten und doppelt so viele Artilleriegeschütze verfügen wie die Wehrmacht. Hunderttausende Franzosen flüchten vor dem Krieg in den Süden des Landes. Im Lauf einer einzigen Woche, so schreibt Charles de Gaulle später in seinen Memoiren, war das Schicksal Frankreichs besiegelt. Die Politik des britischen Premierministers Neville Chamberlain ist endgültig gescheitert. Noch am 10. Mai, dem Tag des deutschen Angriffs auf Frankreich, zieht er die Konsequenzen und tritt zurück. Sein Nachfolger Winston Churchill gilt im Kabinett als Hardliner. Hitlers Herrschaft über Europa würde bedeuten, so sagt er, dass die ganze Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, einschließlich all dessen, was wir gekannt und geliebt haben, im Abgrund eines neuen, dunklen Zeitalters versinkt. Der neue Premier ist überzeugt, dass Nazi-Deutschland mit allen Mitteln bekämpft werden muss. Auf dem Weg zum Sieg wird er den Briten Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß prophezeien. Am 14. Mai 1940 greifen deutsche Verbände auf ihrem Vormarsch nach Frankreich auch die Stadt Rotterdam an. Die Niederländer verteidigen vergeblich ihre Neutralität. Was die Luftwaffe in Polen versprochen hat, wird diese Luftwaffe in England und Frankreich halten, verspricht Hermann Göring. Das heißt, auch hier wird sie den Feind treffen, schlagen und vernichten. Weil Rotterdam nicht schnell genug kapituliert, werden Bomben über der Stadt abgeworfen, die die Innenstadt völlig verwüsten. Über 800 Menschen, vor allem Zivilisten, fallen den Deutschen zum Opfer. Die Niederlande geben noch am selben Abend auf. Die deutsche Invasion Frankreichs unterschied sich grundlegend von der Invasion Polens, obgleich es viele militärische Gemeinsamkeiten gab. Der Unterschied lag in der Tatsache, dass die Invasion Polens Teil des Rassenkriegs war, die Invasion Frankreichs aber in vielerlei Hinsicht eine Wiederaufnahme des Ersten Weltkriegs darstellte. Es war die Rache für Versailles und die Kapitulation in Compiègne. Es war ein sehr gewagter Plan, ein cleverer Plan, die Briten und vor allem die Franzosen nach Belgien zu locken, um sie dort abzuriegeln. Aber es war auch riskant im Hinblick auf den Weg der anderen Angriffsverbände durch die Ardennen.
Wären die französischen Truppen dort unverzüglich eingesetzt worden und hätten sie mehr Unterstützung erhalten, hätte die deutsche Armee eine sehr hässliche Überraschung erlebt. Seit deutsche Panzerdivisionen am 14. Mai die französische Front bei Sedan durchbrochen haben, stoßen die Wehrmachtsverbände rasch ins Landesinnere vor. Bereits einen Monat später steht die Wehrmacht vor Paris. Am 18. Juni bittet die französische Regierung unter Marschall Pétain um Waffenstillstand. Hitlers Chefpilot Hans Bauer filmt die Überreste alliierter Flugzeuge. Die Generalität der Luftwaffe freut sich ihres Sieges. An ihrer Spitze Hermann Görings Stellvertreter Erhard Milch. Hitler hat sich seit Beginn des Westfeldzugs in sein Hauptquartier in der Eifel zurückgezogen. Vom Felsennest aus fliegt ihn Chefpilot Bauer immer wieder an die Front. Lagebesprechung mit Hermann Göring. Auf dem Flugplatz der nordfranzösischen Stadt Cambrai sind am 2. Juni 1940 verwundete deutsche Soldaten eingeflogen worden. Die Verletzten bilden die Staffage für einen Propagandaauftritt des Diktators. Die Verluste der Wehrmacht halten sich in Grenzen. Etwa 30.000 deutsche Soldaten kommen ums Leben. Deutsche Truppen haben unterdessen in der kleinen Küstenstadt Dünkirchen hunderttausende britische und französische Soldaten eingekesselt. Doch Hitler hält die nachrückenden Panzerverbände zurück. Es hat immer wieder Debatten gegeben, warum Hitler die Panzerverbände zurückgehalten hat. Und es gibt viele unterschiedliche Meinungen, inwieweit es daran lag, dass die Einheiten nach ihrem schnellen Vorstoß anhalten mussten, um ihre Fahrzeuge zu warten. Das scheint tatsächlich so gewesen zu sein. Hitler dachte, dass die Briten wegen ihrer dort eingeschlossenen Armee einen Verhandlungsweg suchen würden. Das war in diesem Fall eine grobe Fehleinschätzung. Als die deutschen Truppen am 4. Juni 1940 die kleine Stadt Dünkirchen am Ärmelkanal besetzen, wird klar, dass ihnen der entscheidende Schlag nicht gelungen ist. 400.000 britische und französische Soldaten waren hier eingekesselt gewesen. Nur um Haaresbreite ist das britische Expeditionskorps einem Desaster entgangen. Luftwaffenchef Göring hatte seinem Führer versprochen, den Feind mit seinen Flugzeugen zu erledigen. Trotz heftiger Bombardements konnten dennoch 200.000 britische und 120.000 französische Soldaten im letzten Moment mit Schiffen über den Ärmelkanal evakuiert werden. Erst 1944 werden sie wiederkommen, um ihre gefallenen Kameraden zu sühnen. Im Morgengrauen des 28. Juni 1940 besichtigt Adolf Hitler das besetzte Paris. Drei Tage zuvor hat Frankreich kapituliert. Albert Speer wird später berichten, dass der Diktator erst in diesem Moment von seinem Plan abgelassen habe, Paris zu zerstören. Wenn wir in Berlin fertig sind, so soll er seinem Baumeister erklärt haben, wird Paris nur noch ein Schatten sein. An den Besuch im Invalidendom erinnerte sich Hitlers Leibfotograf Heinrich Hoffmann später so. Stumm und andächtig stand er vor dem Sarkophag Napoleons. Als sich Hitler endlich aus der Verzauberung löste, sagte er tief ergriffen, das war der schönste und größte Augenblick meines Lebens. Der Lebenstraum des Diktators hat sich erfüllt. 5 Jahre später werden die Franzosen zum Zeichen des Sieges auf den Straßen von Paris tanzen und Berlin wird in Trümmern liegen. Für die französische Generalität war die Unterzeichnung des Waffenstillstandes ein bitterer Moment. Denn der Unterwerfung Frankreichs wohnte der Diktator am 22. Juni persönlich bei. Und Hitler hatte befohlen,
das für die symbolträchtige Zeremonie jener Eisenbahnwaggon nach Compiègne, nordöstlich von Paris, geschafft wurde, in dem die Deutschen im November 1918 die Niederlage im Ersten Weltkrieg anerkennen mussten. Der Diktator ist auf dem Höhepunkt seiner militärischen Macht. Der italienische Außenminister meint, Hitler ist wie ein Spieler, der die Bank gesprengt hat. Der unerwartete Erfolg in der Offensive gegen Frankreich wurde von der Nazi-Propaganda dann zu einem Blitzkrieg hochstilisiert. Er ist nicht Gegenstand der deutschen Planung gewesen. Man rechnete damit, dass dann im Frühjahr 1941 der Höhepunkt eigentlich des Krieges in Frankreich passieren würde. Dass die ganze Sache nach 4 bis 6 Wochen erledigt war, dass man nach 6 Wochen in Paris eine Siegesparade machen konnte, das ist aus der Sicht der Generale der größte Glücksfall der deutschen Militärgeschichte gewesen seit 1000 Jahren. Das ist etwas so Ungeheuerliches gewesen, dass die Herren, die also vorher noch größte Bedenken gehabt haben, die bereit gewesen sind, gegebenenfalls einen Staatsstreich zu machen, dass die jetzt plötzlich zur Siegesparade in Paris gewesen sind, die waren aus dem Häuschen. In Paris halten Wehrmachtseinheiten eine Truppenparade ab. Eine amerikanische Journalistin schreibt, Paris ist jetzt die Hauptstadt der Vorhölle. Jeder, der Paris liebt und sich über dessen Misere grämt, kann von Glück sagen, es jetzt nicht zu sehen. Denn Paris würde ihm verabscheuungswürdig erscheinen. Am 6. Juli kehrt Adolf Hitler als glorreicher Sieger in die Reichskanzlei zurück. Seine Entourage ist begeistert. Der Chef des OKW, Wilhelm Keitel, bezeichnet Hitler als größten Feldherrn aller Zeiten. Der Führer fährt nur über Blumen, notiert Josef Goebbels begeistert. Unser Volk, unser wunderbares Volk. Der Siegestaumel danach, die Rückkehr der Truppen, ein Blumenmeer, das die Soldaten empfangen hat. Hitler, der gleich im Dutzend die Feldmarschallstäbe verschenkt hat. Also das war der Höhepunkt seiner Popularität in der Bevölkerung, aber auch in der Wehrmacht.